Außer mir kennt ihn niemand und deshalb frage ich ihn jetzt ein paar Dinge. Wer bist du? Wolf-Peter Steineiser, bin BFF Professional. Und was fotografierst du so? Geburtstage, Hochzeiten? Also wirklich, ich bin größtenteils in der Werbung unterwegs. Und natürlich für euch, Führendwegs Club, seit mittlerweile 13 Jahren. Jazzfotografie. Ja, noch vieles andere. Was habt ihr alles? Klassik, Schnitzel, Wutzel. Schnitzel, ja, Schnitzel haben wir zum Beispiel. Ja, genau, es gibt eine sehr gute Küche. Machst du auch Foodfotografie? Nee, mache ich eigentlich nicht. Nur für euch. Es gibt eine kleine Food-Serie. Ja, ich wollte auch sagen, ich habe das sowas schon mal gesehen. Hast du auch schon mal schöne Frauen fotografiert? Ach, genug, genug. Wie heißen die? Kannst du einen Namen rausrücken? Ich liebe, du, die willst du gar nicht wissen. Doch? Nein, du wirst eifersüchtig. Männer auch? Wenn es sein muss, ja. Okay, aber das ist ein anderer Tarif. Das ist ein anderer Tarif. Ja, das würde ich auch so machen in deinem Fall. Fotografierst du manchmal auch Berge? Auch, mache ich auch. Das heißt, du kommst den Berg auch noch hoch? Ja. Bist du noch sportlich genug? Ja, selbstverständlich. Alle Achtung, du bist ja auch noch sehr jung. Du bist ja erst... Jahrgang 65. Sag mal, Peter, hast du eigentlich auch Familie? Ja, ich habe eine Frau, bin verheiratet und habe einen Sohn. Hervorragend. Und deine Frau hält das auch mit dem Fotograf verheiratet zu sein? Die muss ja quasi unter Beobachtung sein, dauernd. Sie hält sich ja... Sie hat sich an mich gewöhnt. Wir brechen jetzt nicht ab. Wir machen hier an dieser Stelle weiter. Wir haben ja festgestellt als Bix, du hast wahnsinnig viele Musiker und Musikerinnen vor allem fotografiert, und zwar ihre Füße. Warum Füße? Es ist so eine Leidenschaft geworden. Es war China Moses gewesen, das weiß ich noch. Mit der war ich Backstage und die meinte zu mir, hast du mal meine Schuhe fotografiert? Ich sagte, nee, noch nicht. Da habe ich sie auch gefragt, ob ich denn die Schuhe hier mal fotografieren darf. Und dann meinte sie, darfst du. Jetzt und so, mal, ging du das, so ging das damals los. Ich frage mich ja, ob du wirklich jemand bist, der sich mit Musik auskennt. Denn ich will gern wissen, wer ist denn die Mutter von China Moses? Didi Bridgewater. Wow, ist nicht gut. Schlecht. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Wer war dein Lieblingskünstler im Bix? Oder Künstlerin? Es gibt ja auch durchaus Künstlerinnen. Künstlerin wahrscheinlich Camille O'Sullivan. Ja, okay. Ich lieb sie einfach. Ich liebe die Show. Ich liebe die Stimme. Und ich mag sie auch als Frau. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber sie ist halt wirklich so eine... Peter, wir müssen sofort aufhören. Es sind schon 4 Minuten. Ja, ist doch egal.